So, hier haben wir den fünfjährigen Vinyr. So, Vinyr war bei uns zum Eintölten. Was heißt war? Er ist ja jetzt noch da. Aber wird die nächsten Tage wieder abgeholt. Und ich wollte ihn eigentlich mal aufnehmen, weil er ein sehr schönes Beispiel dafür ist, wie sich Pferde von der Gangmechanik verändern, wenn sie zu tölten lernen. Als er hierher kam, war er angeritten. Das hatte so seine Besitzerin selbst erledigt. Er war auch schon eine ganze Weile geritten, kannte aber nur so am langen Zügel zu laufen. Und dadurch war er natürlich recht lang und auseinandergefallen und unheimlich stabil in seinem Trab drin. Und na gut, die Aufgabe bestand jetzt in den ersten Wochen im Grunde darin, ihn an den Zügel ranzustellen, ihm beizubringen, dass er sich an den Zügel rantreiben lässt, dass er mit Anlehnung geht, dass man ihn zusammenstellen kann. Und über dieses Zusammenstellen mehr und mehr so diesen lateralen Bewegungsablauf bekommt, der dann halt irgendwann zum Tölt führt. Beziehungsweise bei ihm war es halt so, dass es erstmal in Schweinepass führte. Er wurde im Schritt recht passig dadurch, was erstmal grundsätzlich ja nicht schlecht war. Aber so war halt die ersten Tage über den Schweinepass dann mehr und mehr zum Tölt gekommen. So, es kann auch sein, dass wir jetzt erstmal im Schweinepass anfangen. Aber wir gucken mal. Langsam. Hoho. Ja, da stehen ja freundliche Pferde auf der Weide gerade wieder. Die doch eben versucht, die Rapsstute da hier gerade in den Hintern zu beißen. So, aber man sieht eigentlich ganz schön, er lockert sich immer mehr auf und aus dem Schweinepass ist er eigentlich schon ein ganz schöner Tölt geworden. Auch wenn er natürlich noch ein bisschen wackelig ist.
kämpfen immer noch hier und da mit einer Rolle. Aber wenn man eben auch mal guckt, was für ein großes, langes Pferd er ist, ist das auch kein Wunder. So, der Trab ist aber immer noch da. So, ja, der hat das eigentlich ganz schön verstanden mit dem Tölt. Dann bleibt mir nur noch von hier aus der Besitzerin gutes Gelingen zu wünschen, dass das Zuhause sich schön so weiterentwickelt und viel Spaß mit dem Video zu haben. Okay.